Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 15.04.2024. Ja, und unser DAX, der spielt hier ein bisschen Jenga, wie es aussieht. Sieht ganz schön wackelig auch aus, die Sache, aber es bleibt grundsätzlich dabei, dass wir von der Bewegung her da immer noch in der potenziellen Flagge sind, auch wenn sie relativ kräftig daherkommt. Wir hatten uns gestern ja um mehrere Sachen und oder über mehrere Sachen unterhalten. Das Wichtigste, was aus der gestrigen Analyse eigentlich hervorging, ist dieser primäre Abwärtstrend, der hier die kurzfristige Korrektur ein bisschen einbegrenzt oder begrenzt. Und wir hatten gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen könne, dass eben der DAX, weil er wieder am neuen Tief hochgekauft wurde, weil er eben wieder an der nächsten Marke nur wieder hochgezogen wurde, bestimmt auch mal einen Kontakt mit dem Abwärtstrend aufnimmt. Wir hatten gesagt, der liegt bei 18.150 bis 18.120, je nachdem im Tagesverlauf, wann er aufsteigt, ist relativ früh dann auch schon rangesprungen. Da war sogar noch ein Punkt über der 1,50 gewesen. Also hat er relativ straff gleich durchgezogen, den Abwärtstrend erreicht und ist dann von dort eingebrochen. Ich hatte gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er schon zum Freitag den Ausbruch macht. Hätte allerdings erwartet, dass er eher seitwärts rausläuft aus dem Trend, weil wir das eben auch schon oft gesehen haben vom DAX, dass er sich aus solchen Situationen dann einfach zur Seite rausmogelt und quasi größeres Drama vermeidet. Hier hat er jetzt aber Drama gesetzt. Unterseitig hatten wir in der letzten Analyse gesagt, er könne einen Rücklauf bis, ja, was haben wir gesagt? Kriege ich nicht mehr zusammen. 49, 59, dass man in dem Bereich, na doch irgendwie so, ha? Dass man bis 49 eher in den Rücklauf gehen darf. 49, 89 wahrscheinlich haben wir gesagt, bestimmt. Dass es mich aber bestimmt überraschen würde, wenn er tiefer geht und ich dann auch Short handeln würde in die 17.800 rein. Also auf ein neues Tief hin, weil wenn er sich aus dem Bereich eben nicht stabilisiert und weiter runterdrückt, dass dann auch ein neues Tief eben folgen würde, weil wir dann eben auch hier bloß ein tieferes Hoch hätten und dann würde ein tieferes Tief folgen und so weiter und so fort. Ist ja Grundprinzip eines Abwärtstrends in der Funktion. Jetzt sind wir aber dabei, dass dieses Hochziehen, was wir hier hatten, auch an den Abwärtstrend und dieses Abkippen natürlich die Situation nicht besser macht, dass wir hier brutal korrektiv unterwegs sind. Aus dem Gesichtspunkt müsste man eigentlich jetzt das gleiche Wirkprinzip nochmal anwenden und sagen, man sollte davon ausgehen, dass der Montag vielleicht sogar per Abwärtskip reinkommt, aber von 17.800 dann wieder nur nach oben gezogen wird und erstmal primär vielleicht sogar bis in der 17.89, 18.000 wieder reinsteigen kann von hier unten. Ja, dass er einfach wieder hochdreht, so wie er das die ganze Zeit schon macht und hier dran schlägt zum Montag, dann ein bisschen seitwärts macht. Und am Dienstag nochmal probiert, diesen Kanal nach oben aufzulösen oder diesen Abwärtstrend aufzulösen. Und es bleibt weiterhin dabei, wenn es unserem DAX gelingt, dieses Ding nach oben rauszunehmen, wird er wieder positiv, dann ist die kleine Korrektur beendet. Aber eben auch erst dann. Das will ich auch erst von ihm sehen. Das haben wir schon zum Freitag gesagt. Auch, dass wir uns das für einen Freitag noch nicht vorstellen könnten. Aber für einen Montag, Dienstag hätte es gut reingepasst. Er wird es jetzt zum Montag nicht schaffen, aber dann vielleicht zum Dienstag, wenn er sich gut auskontert. Muss aber auch zwingend kommen. Das heißt, ich würde long handeln am Montag nur, wenn wir hier grüne Kerzen drin haben. Also mit ein paar grünen Stundenkerzen im Nacken würde ich mich durchaus auch trauen, bis in eine 17.89, 18.000 reinzuhandeln. Könnte ich mir vorstellen. Und dann später sogar wieder bis in die 18.80. Positiv wird er dann eben erst wieder oberhalb der 18.120. Und das ist eigentlich alles, was man hier sagen kann. Sollte er unter der 17 oder sollte sich an der 17,80 nicht fangen, sind die nächsten Marken dann bei 17,27 und 17,650 zu suchen. Hier hat man auch ein altes kleines Doppeltief, das war aber ein bisschen tiefer, das waren 6,20. Ja, also 6,50, 6,20, 7,20 und 800. Das sind so die nächsten Stationen auf der Unterseite, wenn er nicht hochdrehen könnte oder nicht, wenn er nicht hochdreht. Das heißt, wer hier am Nachmittag vielleicht sogar noch Short reingegangen ist oder grundsätzlich Short drinne war, könnte theoretisch auch die Position erstmal halten, bis eben wieder diese Stoßkraft reinkommt, bis wieder diese grünen Kerzen reinkommen und dann würde ich, glaube ich, mich wirklich aus dem Short erstmal auch wieder zurückziehen, weil er ja immer wieder so deutlich, so stark auch zurücksetzt. Und dieses starke Zurücksetzen, das haben wir die ganzen letzten Analysen auch immer wieder gesagt, ist ja eigentlich eher signifikant für eine Korrekturbewegung. Eine Korrekturbewegung, die anschließend
wieder ein bisschen dynamischer in die ursprüngliche Trendrichtung aufgelöst wird. Und das wäre dann eben oben. Ja, also sollte er sich aus diesem korrektiven Gewirke dann rauslösen, indem er den Abwärtstrend überwindet, hätte er dann quasi wieder gute Aufwärtschancen nach oben. Und aus dem Grund würde ich einfach das nicht unendlich aussitzen, mein Short, sondern mich, wenn ich hier von 17.800 wieder hochdrehe, tatsächlich Short zurückstellen und vielleicht eher Long probieren. Und dann könnte man immer noch überlegen, ob man dann hier rausgeht oder vielleicht sogar nochmal einen Kontakt aussitzt, um vielleicht auch in der Chance dann zu sein. Mensch, jetzt kennt da die Stimme hier. Furchtbar. Normalerweise, komischerweise, wenn ich mit der Analyse anfange, ist ganz normal. Ja, das fängt erst ab 5, Minute 5 an. Müssen wir die Analyse morgen deutlich kürzer fassen. Ja, also, was würde ich jetzt sagen? Wenn man natürlich hier ein Auftreten jetzt schon mit einem Long begleitet, hat man natürlich hier oben die komfortable Situation, dass man vielleicht auch einfach was liegen lassen könnte für den Verdachtsfall, dass er dann oben die Kante hier noch aufgelöst kriegt und sich ein bisschen verwandelt. Ja, aber das ist soweit mein Blick. Ich achte jetzt hier unten auf grüne Kerzen. Wenn sie kommen, kann ich mir sehr gut einen deutlichen Rücklauf vorstellen. Ja, 89 bis 18.000. 18,80, das sind so die beiden primären Rücklaufziele oben. Die nächsten Marken, die für Rückläufe geeignet sind, wären die 17,800, 17,27 und 17,650, 17,630. Wobei eigentlich die 800 vollkommen ausreichen würde. Das wäre hier unten am unteren Band. Das ist eine schöne Stelle, um hochzudrehen. Sollte nämlich aus dem Band unten rausfallen. Hier aus Tagesebene betrachtet, wäre natürlich auch unten raus Platz bis gut auf 17,160, 17,150 hier. So, muss ich mir mal überlegen, was ich dann morgen mit dem Webinar mache. Ja, morgen Webinar kann ich natürlich nicht nur 5 Minuten sprechen. Muss ich mir mal irgendwas in die Stimme reinlegen. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem verstehen. Ich weiß nicht, wie die Audiodatei das dann rüberrechnet. Wünsche euch aber viel Erfolg am Montag, gutes Gelingen und dann, ja, guten Wochenstart. Tschüss.